Seite der Macht, junger Jedi. Hi, hier sind NDSL No No Rules mit einem kleinen internen Vierer-Turnier, jeder gegen jeden. Ich stelle mal die Staffeln für dieses Spiel vor. Ich werde verwenden zwei Anfängerpiloten, dann von den Rebel Aces den neuen A-Wing, Jake Farrell und Kian Fahlender im B-Wing, beide mit Upgrades. Kian hat bis an die Grenzen und Jake Farrell hat Jagdinstinkt und den Chadan Refit, der macht das Schiff um 2 Punkte günstiger. Ara wird verwenden Hobby Cleavian mit dem X-Wing, dann hier Rogue Garnet im Hawk 92. Dann haben wir einen B-Wing, Blue Squadron, und der zweite X-Wing ist Bix Darkleiter. Und als Upgrades haben wir natürlich auch ein paar Spielereien dabei. Ein Ionenturm für den Hawk und das Feuerkontrollsystem für den B-Wing. Auf der Gegenseite ist Mario, Blue Milk Squadron. Er hat zwei Bandit Squadron Z95, ebenfalls Rock Garnet im Hawk. Der hat einen Blaster Turret in seiner Version. Und was Mario sehr gern spielt, ist Chewbacca, aber auch ohne Upgrades diesmal. Und doch, Schwarmtaktik. Schwarmtaktik hast du. Ah, gut, okay. Ja, ja. Und ja, du hast mehrere Schwarmtaktik im Spiel, um eben den hohen Pilotenwert vom Rock gar nicht weitergehen zu können. Und Andy wird auch das Imperium verlassen. Wir spielen heute alle Rebellen. Ein rein rebelleninternes Manöver. Ein kleines imperiales Kommando hat sich mehrerer Rebellenschiffe bemächtigt und wird unbemerkt in den Rücken der Rebellen gelangen. Ja, wenn sie es merken, ist es schon zu spät. Was für eine unrealistische Story. Oder? Jedenfalls. Er wird verwenden Errol Krinitz, das ist der Typ, der seinen A-Wing in die Exekutor gecrashed hat, in den A-Wing. Dafür darf er angreifen, wenn er eine Base berührt. Ein E-Wing mit Corin Horn und Blue Squadron B-Wing und ein Z95 mit Lieutenant Blount, der ein sehr guter Raketenschütze ist. Der hat dann Assault Missiles dabei und sonst hast du, glaube ich, keine Upgrades, aber ja, gefällt mir sehr gut, die Staffel. Ja. So, wir werden sehen, das erste Spiel ist mal Andi gegen mich und Ara gegen Mario. Die Ergebnisse der ersten Runde waren: Ich habe gegen Andi knapp gewonnen, weil die Zeit ausgelaufen ist, aufgrund des Punkteunterschiedes. Ich habe es geschafft, zwei Schiffe abzuschießen, einen B-Wing und den Z95. Und in dem Spiel Mario gegen Ara hat Mario gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar... Ich habe verloren! Ah, du hast verloren! Ja, Unsinn, du hast verloren. Hat Ara gewonnen, und zwar deutlich, hat alles ausgelöscht von Mario. Bei nur geringen Verlusten. Deshalb das zweite Spiel habe ich gegen Ara jetzt gespielt. Ich habe es jetzt gewonnen, indem ich seine ganze Staffel zerstört habe. Ich habe verloren einen von den Anfängerpiloten, einen von den X-Wings. Und das zweite Spiel ist hier noch im Gange. Marios Falke gegen Andis Avril Krenit und ja, was noch über der E-Wing? Ansonsten nur Marios Schiffe, wie es aussieht, oder? Also die Z95 hat Andi auch, ja. Und zwar, er hat verloren hier einen B-Wing, den Blue Squadron B-Wing, und Mario hat verloren den Aaron Kraken, genau. Und hier schon ziemliche Schäden auf den Hawk. Und auch der Z95 macht es nicht mehr lange, der zweite. Target Lock. Auch Chewie ist schon angeschlagen. Auf dem E-Wing. Okay. Points. Was? Ja, nimmst du den Target Lock? Ich nehme das iPod, Und ein Reroll. 3 Treffer. 2 und ausgewichen. Ein Schaden. Take the critical. Take the critical count for 2. Diese Karte zählt für 2. Yes. Boom, 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 boom. Und damit erwischt es... Scheiße, mit deinem Blauen hat kein Ziel mehr. Rock gar nicht ist raus. Das rennt so kacke. Das ist... Hast du noch den vollen Falken, oder? Genau. Und hier? Mein Falke ist auch schon ein bisschen angeschlagen. Ganz super. Also, der Falke hat was? Der Falke hat doch... Hat eine Maschine verloren, Schaut schon aus, als ob der Falke was hat. Arvel Krenitz gegen... den Taler. Den Bandits. Wie viel war das? 2 Hits hat er. Oh! Ist auch tot. Und er ist wohl raus, ne? Ja. Ja, das ist einfach sick. Es hätte eine Schadenskarte gereicht, aber... Nein, ich muss 2 nehmen.
Nein, du hast zwei Hülle oder so. Also. Ja, aber wegen dem Deck, oder? Ich glaube, es passt schon, er hat alles richtig gemacht. Er muss ja genommen. Die Turnierregel. Ja. Gut. Wusste ich ja, nicht. Dann schieße ich. Musst du viele Schadenskarten noch nehmen, wie's wie du erhältst. Wie nicht, wie viele Hülle du noch übrig hattest. Ja. Das ist pretty confusing. Naja, bis zu dem Punkt, also wenn du jetzt 5 Schadenskarten erhalten würdest und du hättest nur noch 3 Hülle, nimmst du trotzdem nur 3. Ja, das habe ich vorgeschlagen. Achso? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, oder? Warte mal. Spiel's einfach spiel's bitte weiter. Ja, schieße auf ihn. Ja. Wie ist Target? 2 Hits. Target Lock. Ein Fokus hat er nicht. Ausweich mal den Living. Evaded. Warte, ich will das Turnier nicht spielen mit dieser Liste mehr. Mario ist nicht zufrieden mit seiner Liste. Tut, naja, es. Es wären noch 9 Minuten übrig, also es geht noch einiges. Und der Ewing macht eine harte Kurve nach rechts. Ja, das bringt ja nichts, das reicht mir nicht. Tja, und das, diese beiden Schläge gehören dir, ich hasse sie. Um einen guten Schuss auf den Balken zu bekommen, aber der dürfte knapp außer Reichweite sein. Ich habe sie gekauft, aber am Samstag, sonst werde ich nicht. Die Zeit ist abgelaufen, wir sind in der allerletzten Runde. So, kann sich, was kann sich jetzt tun? Horn. Corin Horn. Ist auf Range 2, ja? Aber es ist halt Asteroid, deswegen ist es wurscht. Ja. Erstmal muss er treffen. Und er hat 2 Treffer. Ja, ich nehme das mal so. Du nimmst das Target Lock nicht? Noch nicht. Ah ja. Kann ich nachnehmen. Er kann ja nochmal schießen. Der Falke leider nimmt 2 Schaden. What else? Das ist Blount. Das ist auch er hat zwei. Eine Distanz von 2, ja. Er feuert. Er landet keinen Treffer. Schade. Und er. Und der hat eine Distanz von 3. Plus 3. Plus Asteroid. Ne? Oder? Ja, ist das Weg? Ich verstehe die Regeln nicht. Kürzeste, von kürzester zu kürzester. Naja, dann würde es ohne Asteroid gehen. Ja, dann wird es so sein. Ja. Entschuldigung, Ecke ist Asteroid. Du meinst so, oder was? Ja, weil das die kürzeste Distanz zwischen den beiden ist, ja. Erstmal treffen mit 2 Würfeln. 2 Treffer! Der Falke. Oh! Marius ist glücklich. Ich wollte das so nicht ganze Zeit. Also. Aber er, ja, jetzt hast du den Beweis. Allerdings, er lebt ja noch. Läuft die ganze Zeit so. 2 Damage. Naja, wenn das die letzte Runde ist, wird Schuhwacker nicht mehr abzuschießen sein. Also du schießt mal eine Tour, ja? Ja, also Rückfeuer von Schuhwacker. Er hat 2 Treffer. Er hat Target Lock. Er hat 3 Treffer. Aber das ist rein normal. Und 2 Wailed von Blau. Ein Schild. Was für eine Überraschung. Gut, er war noch unbeschädigt. Also selbst das hätte ihn nicht zerstört. Horn. Corin Horn, sein zweiter Schuss in der Endphase. Hat 2 Treffer, 1 Fokus. Er nimmt jetzt das Target Lock. Und hat dennoch nur 2. Und der Falke, er leidet noch einmal 2 Schaden. Aber das einer reicht. Einer von kritisch. Ist egal. Ja, es reicht dennoch nicht, um Chewbacca zu zerstören. Wie viele Hüllpunkte hat er? 8! Er hat 8, ja. So, dennoch, ich glaube, das Spiel ist relativ eindeutig ausgegangen. Andi gewinnt. Na warum? 16 Punkte sind, ja? Ja, oder hast du dennoch mehr Punkte verloren? Er hat eine Bibel verloren. Ich habe 22 Punkte verloren, ja, dann er hat das alles verloren. Ein bisschen mehr verloren. Ich habe 46 Punkte. Ja, Mario ist der Meinung, die Liste ist schuld. Ja, und das Würfeln halt. Das kann ich verstehen. Was hat er für ein Ab? Nach der dritten Runde hat Mario seine Liste entsorgt. Das ist die Endsituation. Man sieht die Rebel Aces! Die Rebel Aces! Haben es geschafft. Kauft euch das Zusatzpack, es ist super. Scheiß auf Initiative. Wow. Und auf der Gegenseite hier, es ist nicht mal viel Timer über. 3 Minuten noch. Haben wir den E-Wing, den A-Wing, Z95 und ein B-Wing. So, es ist etwas unübersichtlich, aber der B-Wing gehört Ara. Das ist der letzte, den er hat. Schild und. Der ist tot. Und er hat gerade den A-Wing abgeschossen. Sauber. Kann er das Spiel noch drehen? Er lacht. Nun ja, bei diesen Schäden, die das Schiff hat. Der Pilot ist benommen und das Triebwerk ist beschädigt. Naja, schaut nicht so super aus. Aber vielleicht kann er ja noch den Z95 mitnehmen, der.
Vorlesen. Noch unbeschädigt. Wenn, dann nimmt er den E-Wing mit. Ja, der ist aber sehr weit weg. Ja, der wird jetzt dann im 14 nicht mehr so weit weg sein. So, es ist entschieden. Der B-Wing hat dran glauben müssen. Ja, der E-Wing. Oder wer hat ihn abgeschossen? Der E-Wing. Der E-Wing hat ihn abgeschossen, ja. Corin Hart. So, damit ist das Turnier entschieden. Wir rechnen die Punkte aus. Ja, im Gegensatz zum offiziellen Wiener X-Wing-Turnier gewinne ich unser internes Shell No Rules-Turnier mit 3 Siegen. Buh, ja, danke. Weil ein Sieg war ja nur also der modifizierte. Dann an zweiter Stelle Andy mit 2 Siegen, 10 Punkte. Aaron an dritter Stelle Mario, leider nur letzter, denn er hat leider keine Punkte gemacht heute. Ja, die Z95 liegen ihm nicht. Wir nächstes. Wo? Ich habe sie nicht gekauft, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er sie nicht gekauft, sondern nur von mir ausgeliehen. Da sind sie, die Z95. Leute, kauft sie nicht, sie sind wirklich erbärmlich. Damit könnt ihr keine Siege hier einfahren. Kauft die Rebel Aces. Ich ich werde hier bezahlt von FFG, die wollen noch ein bisschen die neue Wave pushen, nämlich. Und ja, also alle Rebellen gespielt, wir wissen nicht, wie das Blau, Imperium sich hier geschlagen hat. Kauft Z95. Doch, kauft auch Z95. Blount macht einiges kaputt. Blount mit der Raketen. Ja, mit Raketen. Also, bis nächstes Mal. Ja, hier ist meine Frage.